Geld zu verdienen in Hot Wheels Unleashed kann echt nervig sein, deswegen habe ich heute drei Methoden für dich, mit denen du bis zu 5000 Coins pro Stunde machen kannst. Den ersten Tipp, den ich dir geben kann, ist, den Story-Modus durchzuspielen, bevor du jetzt denkst, oh, den Story-Modus kenne ich schon, das brauche ich nicht. Ich habe noch ein paar Tipps für dich, wie du die Story noch viel effektiver durchspielen kannst. Und zwar kriegst du im Verlauf der Story sehr viele Autos und auch noch viele Kisten. Und es ist so, dass du die geschenkten Autos nicht verkaufen kannst, aber wenn du aus einer Kiste nochmal dasselbe Auto bekommst, kannst du es zum Beispiel verkaufen, dadurch nochmal ein bisschen Geld machen. Und dadurch, dass du die Story halt normal durchspielst, kriegst du halt auch ziemlich viel Geld, hast dann ungefähr 15 Kisten, kannst die alle öffnen und dann Duplikate verkaufen, hast dann schon mal Geld. Und im Verlauf der Story kriegst du auch zwei richtig geile Rennen, wo du Geld farmen kannst. Einmal das Rennen Vergessene Straßen, das ist ein Sprintrennen, das kannst du in 1 Minute 40 abschließen und kriegst ungefähr 50 Coins. Das Ding bei diesem Spiel ist halt, dass man, egal wie lang die Strecke ist, du kriegst immer 50 Coins im Offline-Modus und 70 Coins im Online-Modus, wenn du Erster wirst. Und das ändert sich nicht mit der Länge der Strecke, deswegen macht es Sinn, so kurze Strecken wie möglich, so oft wie möglich zu fahren. Und das Geile daran ist, wenn du das Rennen abgeschlossen hast, kannst du im Gewinnerbildschirm einfach nochmal X drücken, ist bei mir auf Xbox, um das Rennen nochmal zu fahren, und da hast du relativ kurze Ladezeiten und kannst dann ungefähr in 2 Minuten 50 Coins machen. Das sind dann ungefähr 1500 Coins die Stunde. Ein weiteres Rennen, was du fahren kannst, ist das Rennen Unzähmbare Kraft. Dauert auch ungefähr 1,30, 1,40 und damit kannst du dann auch ungefähr 1500 Coins die Stunde machen. Kann man mal die Rennen abwechseln, falls dir das Rennen nicht so gefällt, das andere. Und das sind so die besten Rennen im Story-Modus, die du machen kannst. Die nächste Methode ist Online-Rennen fahren, aber nicht so, wie du jetzt denken würdest, sondern einfach in eine Lobby reingehen und dann AFK gehen. Weil in diesem Spiel ist das so, du wirst nicht aus einer Lobby gekickt, du kannst quasi eine Stunde einfach AFK sein und wenn die Lobby sich nicht schließt, bist du einfach die ganze Zeit drin und kriegst AFK-Geld. Das ist so eine Methode, die würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber momentan wird die halt von vielen genutzt. Im Online-Modus hat man immer die Wahl zwischen 5 verschiedenen Strecken, 3 sind vom Spiel selber und 2 sind selbstgemachte. Da sind manchmal dann auch ein paar crazy Strecken dabei, wie zum Beispiel diese hier. What the fuck? Der Nachteil ist aber, dass meistens etwas längere Strecken rankommen und die Ladezeiten sind noch relativ gering. Man kriegt mit der Methode ungefähr 500 Coins die Stunde. Das ist zwar nicht viel, aber dafür musst du halt nichts machen. Man kann zwar sagen, dass die Methode langweilig ist oder auch für andere Spieler nervig ist, aber man muss sagen, dass man Leuten keinen Vorwurf machen kann, denn man könnte es ganz einfach fixen, indem man halt die Preise anpasst, je nachdem wie lang die Strecke ist, dass man dann mehr Coins bekommt und dann würde man auch das nicht mehr nutzen und einfach normal fahren. Und für die letzte Methode müsst ihr einfach in den Track Editor gehen und eine Strecke erstellen. Hier müsst ihr ganz einfach eine Startlinie machen und 2 Meter weiter eine Ziellinie. Und dann könnt ihr das Ganze teilen und mit euren Freunden spielen. Der Nachteil der Methode ist halt, ihr könnt das nur mit Freunden spielen. Manchmal kommt so eine Strecke auch im Online-Modus dran, aber das ist ziemlich selten. Und wenn ihr das Ganze macht, könnt ihr ungefähr 70 Coins in so 40, 50 Sekunden machen, weil die Ladezeiten sind halt relativ lang und die Strecke ist halt 1, 2 Sekunden. Deswegen, das sind ungefähr 5000 Coins die Stunde und das ist mit Abstand die beste Methode, nur ihr braucht halt Leute, mit denen ihr das machen könnt. Deswegen habe ich einen Discord-Server erstellt, da könnt ihr dann Leute finden, mit denen ihr das machen könnt, oder auch wenn ich hier nächstes Mal Challenges mache oder eure Strecken fahre, könnt ihr halt dann dabei sein. Und wenn du wissen willst, was die besten Autos in Hot Wheels Unleashed sind, schau jetzt dieses Video an.